Bitte nie! Christian! Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Assetto Corsa, Ausgabe Nummer 26. Und wir haben gerade gesehen, wie zwei Autos Sex miteinander haben. Ja, irgendwo müsste ja die Clean Smarts herkommen. Ja, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Video und Spiel. Und wir befinden uns in der dritten Ausgabe meines Rennwochenendes in der GT4-Klasse. Und das Fahrzeug von heute auf der Suzuka-Strecke ist der McLaren 570S GT4. Ja, nachdem wir im ersten Video mit dem BMW gefahren sind bei dem GT-Wochenende und jetzt hier im letzten Video mit dem Mercedes, bin ich mal gespannt, wie sich jetzt der McLaren auf der Strecke schlägt. Ich möchte unbedingt meine 2 Minuten 19 erreichen pro Runde und ich hoffe, dass ich es mit diesem Wagen schaffe. Die Fahrunterschiede zwischen dem BMW und dem Mercedes, die waren schon sehr deutlich. Ne? Der BMW hatte eine deutlich bessere Straßenlage. Was mich aber echt überrascht hat, ist, dass wir mit dem Mercedes dann tatsächlich auch an die BMW Z rangekommen sind. Damit habe ich nicht gerechnet. Und alle meine Hoffnungen liegen jetzt bei diesem Fahrzeug hier, dass wir jetzt nochmal auf die 2 Minuten 19 hoffentlich kommen werden. Denn die Karosserieform ist wieder deutlich eine kompaktere als bei Mercedes. Ne? Das scheint hier wieder alles besser zu funktionieren. Ich habe den Wagen noch nicht gefahren. Ne? Ich weiß nur, dass wir jetzt auf jeden Fall nochmal die ganze Session nochmal neu starten, denn ich habe jetzt schon fast wieder 2 Minuten verloren. Das ist natürlich schlecht. Das gehen wir auf Neustart und fahren dann auch natürlich sofort los. Wie immer, 10 Minuten Übung, 10 Minuten Qualifikation, 6 Runden Rennen, dann ist das Rennwochenende vorbei. Und Halleluja, der Wagen, der zieht schon mal deutlich schneller weg. Oh, aber der Hintern will aber auch ein bisschen wegziehen. Aber die Straßenlage ist deutlich besser. Wir kommen schneller um die Kurve als mit dem... Also komm, die 219 müssen jetzt hier mindestens drin sein. Also der McLaren ist ja schon mit seinen 470 PS, die wir jetzt gerade haben. Oder was der hier hat. Sind wir schon mal deutlich fixer unterwegs als der Mercedes aus dem letzten Video. Und der hat, wie man sieht, auch eine deutlich bessere Straßenlage. Wir kommen viel schneller um die Kurven rum. Mal spannend bei der Spoon-Kurve, wie viel Geschwindigkeit wir da rumkommen. Mit dem Mercedes fahren wir da bei maximal 110 km/h. Dann hat sie leider zu sehr nach außen getragen von der Kurve. Aber der Wagen ist deutlich... Oh, wir kommen auf jeden Fall schnell um die Kurve rum. Das ist ja wohl mal der Hammer hier gerade. Auch die Bremsen sind absolut okay. Und die Kurve habe ich jetzt trotzdem versaut. Die erste Runde von der Übung. Sechs mit der Zeit ist nicht so schlimm. Aber ab der zweiten Runde muss es sitzen. Maximal 3 Runden schaffen wir bei der Zeit, die ich eingestellt habe. So. Okay, wir sind jetzt hier bei 118, 120 km/h. Und kommen hier locker schneller rum. Obwohl, 115. Ja, 5 km/h schneller als mit dem Mercedes. Wir gucken uns auch wie immer gleich den Wagen mal kurz von innen drin an. Ich sag's immer wieder, ich muss, wenn ich rennfahre, immer die Kamera am besten hinterm Auto haben. So blick halt, so kann ich die Strecken viel besser abschätzen. Wo sind jetzt bei 214? Ja, okay. Dafür, dass wir am Anfang noch aus der Stadt, aus der Box rausgefahren sind. So. Ich habe eigentlich mal eine vernünftige Runde Lenkrad im Dings drin. Ne, ich muss auswählen. Ich will jetzt hier wirklich versuchen, jetzt schon eine gute Zeit hinzufahren. Ah, hier kommen wir schneller rum als mit dem Mercedes, aber sowas von schneller rum. So, jetzt kommt der Snack-Abschnitt. Auf jeden Fall deutlich schneller als mit dem Mercedes wieder. Aber ob das jetzt das gleiche BMW-Niveau hat, weiß ich nicht mehr. Und oh, die letzte Links-Rechts-Kombination, Rechts-Links-Kombination meine ich. Ah, nicht nach außen ziehen. Also ich muss im nächsten Video einfach auch noch die Porsche fahren. Wissen, wie der sich schlägt.
Okay, hier sind wir auf jeden Fall schon mal schneller als der Mensch so mit Kurve fahren. Ein Hoch auf die Ideallinie. So, jetzt mal gucken. Mit Club, mit dem kann ich auch ein bisschen später bremsen. Der hat auf jeden Fall die stärkeren Bremsen. Also der Mercedes hat ja im Vergleich dazu ja keine Bremskraft gehabt. Okay, ich glaube, man kommt hier mit diesen Fahrzeugen. Ach doch, wir sind ein bisschen schneller rausgekommen. Tatsächlich, glaube ich. Und hier weg, einfach mal jetzt hier. Vollgas rum. Na, reicht der Bremsweg für die Kurve hier? 2 Minuten 8. Also auch hier sollten die 2.19 locker drinne sein. 2.20.3. Ja, tatsächlich schon ein Stück schneller als mit dem Mercedes gewesen. Da war nämlich, glaube ich, 402. Da hinten die letzten drei Zahlen bei der Zeit. Also komm, jetzt muss doch mal endlich mal eine 2.19 hier drinne sein, Alter. Komm schon. Ah, scheiße. Der Tag versaut! Tag versaut! Also, nächster Versuch auf jeden Fall bei der Qualifikation. Innerhalb von 3 Runden versuchen, den 2.19 zu schaffen. Ich habe mich gerade ein bisschen schneller durch den Snake-Abschnitt zu fahren. Und das ist leider, wie man gesehen hat, zum Scheitern verurteilt gewesen. Mal gucken, ob ich trotzdem schneller werde als 2.20.3. Vielleicht reicht es ja noch aus. Aber werden wir gleich bei der Zwischenzeit gleich sehen, ob wir schneller oder langsamer sind. So, mal gucken. Ja, haben wir gleich eine Zwischenmessung, glaube ich. Ah, 1,7 Sekunden langsamer als in der Vorrunde. Schade. Mal fahren, da fährt der Rest. Ah, da fährt der BMW wieder. Reicht das aus? Soll ich eine etwas bessere Zeit hinkriegen? Eine Runde schaffen wir noch. Ja, hat sich leider nicht wirklich verbessert. 1,6 Sekunden langsamer als in der Vorrunde. Wollen wir hier versuchen, ein Stück schneller rumzukommen. Und der Wagen bleibt stabil. Das ist schon mal sehr gut. Und hier darf mir nicht wieder dieser Ausrutscher passieren. Ah, da haben schon die Reifen ein bisschen gequietscht. Das heißt, wir sind am Limit angekommen. Von der Kurvenfahrt. Da ist der Mercedes wieder unterwegs. Der AMG GT4. Den wir im letzten Video gefahren haben. Sauber vorbeigekommen. Sehr schön. Gucken, ob wir jetzt ein bisschen schneller sind. Ich habe das Gefühl, das ja. Das war auch wieder recht langsam. Gut, die Kurve ist aber auch ganz schön eng hier. Ah, ich habe das Gefühl, dass jetzt diese Sandfahrt wieder Zeit gekostet hat.
krass, ich krieg die 200 einfach nicht hin, Alter. Ich werd verrückt. Okay, jetzt hier langsam rumtragen lassen. Da waren wir jetzt aber deutlich schneller rum, Alter. Ja, yeah, 716 Hundertstel besser. Sehr schön. Ich glaube, diesmal können wir vom Glück sagen, dass wir es schaffen. Er fährt wieder die Box. 6, 7, 8. Yes! Wir haben sie! Die 92 haben wir geschafft, na endlich! Jawoll! Geht doch! Woo! Damit haben wir jetzt auf jeden Fall die Zeit vom BMW auf jeden Fall getoppt, Alter. Und wenn ich jetzt nochmal auf jeden Fall sage, dann sorgt mir den Schädel zu. Jeder, wenn ich auf jeden Fall sage, sorgt mir ihn drin, Alter. Auf jeden Fall, ey. Jawoll, wir haben es geschafft. Die 2.19 haben wir geknackt, na endlich. Beim dritten Versuch hat es geklappt, beim dritten Fahrzeug. Jawoll! Da bin ich richtig stolz drauf, das ist geil. Okay, los jetzt. Qualifikation, weitere 10 Minuten auf dieser Strecke hier. Mal gucken, ob wir es nochmal schaffen. 2.19.5 war jetzt... Ich glaube, jetzt leider die anderen Zahlen nicht gemerkt, aber zurück ist ein Video, da kann man ja später nochmal gucken. Da wird aber schwierig mit dem Porsche die Zeit nochmal zu toppen, der Gegner. Gut, erste Runde ist sowieso irrelevant. Wie gesagt, wir fahren ja aus dem Stand los. Da waren sie, 2 Minuten 19. Meine Bestzeit bisher. Mann, das ist ja richtig geil. Geht doch. Aber einer meiner besten Freunde, wenn der hier, wenn er seine Fahrerskills auspackt und sich, wenn er richtig rin trainiert, dann fährt der auch bestimmt jetzt 4.16, Alter. Der Typ ist völlig irre, was Rennspiele betrifft. Also früher war es jedenfalls so. Und ich weiß, dass das noch da ist. Der hat das noch. Und uns hätte das, wenn er anfängt zu zocken, der faule Hund, ey. Ich darf so reden, wir sind beste Freunde. Als Familie ist das. So. Also 2 Minuten 5.3 war ne, glaube ich. Oder war das 5.0? Ich glaube 2.19.5.0 war ne, glaube ich. Wenn meine Erinnerung mich jetzt nicht täuscht. Vor allem, weil wir hier auch bei der Spoon-Kurve mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit rausgekommen sind. Das hat auf jeden Fall nochmal den Arsch gerettet. Du musst ab der zweiten Runde hier bei der Qualifikation auf jeden Fall nochmal so sein. Ah, okay, wie gesagt, erste Runde ist egal. So, jetzt zählt's aber wieder. Mal gucken. Ah, kommt sie rum. Ob sie schneller war, weiß ich nicht. Die erste Linkskurve hier in einem Snackerstück könnte ich ja volle Pulle nehmen, aber dann wird es mit der nächsten Rechtskurve aber ziemlich problematisch. Genauso wie hier. Ja. Aber ich denke mal, wir sind hier jetzt doch relativ schnell rumgekommen. So.
Okay, das war etwas knapp. Aber ist auch nicht so katastrophal. Alter, der McLaren fährt sich deutlich besser als der AMG vom letzten Video. Auch wenn ich die Kurve jetzt leider nicht so perfekt bekommen habe. Hier so rumtragen lassen, kurz bremsen und Vollgas. Ah, leider doch wieder zu langsam aus der Kurve rausgekommen. Ja, dass wir jetzt 4 Sekunden schneller sind, ist klar. Das wird also laut Berechnung erstmal eine 2,21. Eieiei. Nein, 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 scheiße. Das war leider nicht so gut. Da ist ein bisschen zu gut gemeint. Jawoll, 2,18, ich werd irre, Alter, ich werd ja mal schneller hier. Woo! Trotz Fahrfehler. Alter, ist das geil. Hier geht noch was, Leute. Hier geht noch was. Alter Falter. Ja, hier geht ordentlich noch was, Alter. Ich kann mir noch schon was rausholen. Jawohl, geht doch! Trotz Fahrfehler noch der 2,18 drin geknallt gekriegt, Alter. Wie geil ist das denn bitte? Hier wird ein bisschen langsamer. Also die Kurve kann man noch ein bisschen enger schneiden, glaube ich. Ah, jetzt hat es ein bisschen versaut. Bisschen zu langsam in die Kurve reingefahren, aber ich glaube, der Austritt war jetzt okay aus der Kurve. Alter, wenn der mir jetzt sagt, dass wir wieder ein paar Sekündchen besser sind, ein paar Millisekunden besser sind als in der letzten Runde. Ja, ja, ja. Nicht schlecht. Mal gucken, was er sagt. Mit der Ausfahrt war ich jetzt etwas zufriedener. 177 sagt, da sind wir wieder besser. Ich darf jetzt nur die Kurve hinten nicht versauen. Kurz anbremsen, warum und Vollgas geben. Also die beim BZ haben wir jetzt locker getoppt. Jetzt wird es leider nichts mehr. Eine 2,18 kriegen wir nicht hin. Schade. Doch! Wir haben es doch nochmal geschafft, nochmal ein bisschen schneller zu sein. Geil! Wenn es doch nur 20 Hundertstel waren, aber egal. Schneller ist schneller. Boah, Junge, das war auch nicht schlecht. Ja, Snake ist wieder. Ich mag einfach durch diese Schlangenlinie zu fahren, ihr Leute. Das ist einfach so. Ich finde das total geil. Ah, das war knapp. Alter, da hält auf jeden Fall noch was. Ich denke mal, so kann man durch die Kurve fahren, ohne dass ich schlechtes Gewissen haben muss. Auch wenn es ein bisschen hart geschnitten ist. Und auch das war wieder schneller. So, Kollege, wir wollen nur noch an dir vorbei. Ich hoffe, du versaust mir jetzt bei der Tour nicht. Alter, ich werde immer besser hier. Ich werde irre.
hier soll er deutlich schneller. Oh, das war 50 wieder raus, sehr schön. Okay, kann ich die Windschatten mitnehmen von dir, Kollege? Ich hoffe, dass es ausgereicht hat. Vollgas. Nicht den Arsch wegziehen, Kollege. Komm, jetzt haben wir gedacht, ob wir jetzt besser sind von der Zwischenzeit her. Aber es sieht gut aus, sieht gut aus. Schaffen wir jetzt pro 17? Nee. Schade, leider nicht. Fast eine Sekunde langsamer, schade. Aber komm, 2.18.6, das ist auf jeden Fall deutlich schneller als mit dem BMW. Ich versuche noch die letzten paar Sekunden noch mal rauszureißen aus der Zeit hier. Weil ich doch hier... Ah, das war zu schnell. Okay, das war zu schnell. Ich habe jetzt wirklich nochmal versucht, vielleicht ein Stück schneller durch den Snack-Abschnitt zu kommen, aber... Nee. Das war keine gute Idee. Also, wirklich, 2.18 bei der Qualifikation hier. Geil. Ich würde sagen, geht das Rennen los, wa? Okay. Lenkrad ist nicht richtig eingestellt, jetzt aber. Okay, wir haben jetzt wieder 6 Runden vor uns. Mal gucken. Ob ich vielleicht doch mal ein paar Millisekunden rausreißen kann. Tja, BMW, tut mir leid, aber da stinkst du gerade leider gegen den McLaren ab. Herrlich. Trotzdem werde ich jetzt mal versuchen, ein bisschen schneller durch den verdammten Snack-Abschnitt zu fahren. So, ja, so gerne wegen durchfahre, aber... Ah, ja, jetzt zischt aber hier mit dem Hintern wieder weg. Das ist nicht so schön. Mal kicken, was jetzt die erste Runde sagt. Das war nicht so gut. Ich habe auch schon leider die erste Rechtskurve nicht ganz optimal genommen. Also 2.18 ist jetzt auf jeden Fall das Maß, die Vorgabe. 2.18.6 waren, glaube ich. Oder 2.18.7, ne 6. Ich muss auf jeden Fall noch die Porsche fahren. Vor allem das Schöne, sie kann mit dem Wagen auch viel später bremsen als mit dem Mercedes. Das ist wirklich das absolute Oberklasse-Ding hier. Herrlich. Die Spoon-Kurve kriegt immer besser. Aber da ein bisschen zu gut gemeint hier. Aber wir sind schon dicht dran an unserer Bestzeit. Ja, 21, okay. Da müssen wir noch 2 Sekunden rausholen. Und jetzt kommt wieder Snake. Ah, ein klein wenig Rasen mitgenommen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht auf diese Millisekunden ankommt hier. Ah, bin ich ganz zufrieden.
So, und hier jetzt auch vorsichtig. Wie man sieht, kann man trotzdem relativ schnell hier im Kiesbett landen bei der Stelle. Ah, mal gucken. So, Spoon-Kurve. Die letzte große gefährliche Kurve für mich. Ja, bleibt in der Spur, bleibt in der Spur, da kommen wir auch schon raus. Ja, nicht ganz so schnell. Aber wir mal gucken, wie viele Sekunden wir jetzt hier besser sind. 2 Sekunden auf 2, fast 3 Sekunden besser, Alter! Ist hier echt der 2.17 drin? Schaffen wir den 2.17? Nein! Eine 2.18.2. Ja komm, die 2.17 muss drin sein, Alter. 2.18.2 wieder verbessert. Geil! Aber da muss noch eine 2.17 drin. Da muss auf jeden Fall noch eine 2.17 drin. Nein! Rasen mitgenommen. Alter, ich bin ja völlig verkleidet in die Karre, Alter. Man muss mal ein bisschen vorsichtig sein. So schnelle Kurvenwechsel sind für manche Autos nicht wirklich geeignet. Jetzt sind wir aber super, super, super von super durchgekommen hier. Aber ich glaube, das Verlassen der Strecke gerade eben war trotzdem nicht so gut. Aber ich bin schon deutlich mutiger hier vorne auf der Strecke. Also langsam wächst meine Selbstsicherheit auf der Strecke hier. Mal gucken. Aber ich denke, wir werden jetzt wieder ein paar Millisekunden verloren haben. Der Ausflug auf den Rasen kurz eben, der war nicht so schön. Jetzt schön rumziehen. Also auch wieder ein bisschen langsamer rausgekommen. Mal gucken, wie viel wir jetzt verloren haben. Was soll aber gut gemacht? Ey, die 2.17, die knacken wir jetzt. Komm, die müssen was schaffen, die 2.17. Aber jetzt den Führer, weil ich ein bisschen zu langsam war. Ja, wir haben ein bisschen was verloren, schade. Da war jetzt, da oben war jetzt leider etwas zu langsam. Aber wir hätten die 2.17 jetzt wirklich drin gehabt. Scheiße. Komm, zieh rum, zieh rum. Aber ich lache. Du bist wirklich ein super Auto. Obwohl wir das Kiesbett ein bisschen berührt haben, haben wir trotzdem wieder Zeit gut gemacht. Ich schätze mal, ich habe hier eine Tier noch rausgeholt an der Snackstelle hier. Langsam, aber nicht zu langsam, bitte. Jetzt wollte er hinterher aber weg hier. Aha, schade, wieder nicht. Er dreht wieder nicht, schade. Meine, soll es keine Beschwerde sein. Ach, dass ich hier noch jetzt für 70 auf der Strecke fahre mit der GT4-Klasse, hätte ich nicht erwartet. Muss ich echt zugeben.
wieder etwas schneller. Aber ich glaube, wir haben trotzdem wieder ein bisschen Zeit verloren. Ich tippe auf eine Sekunde. Also trotzdem wieder schneller. 322 soll jetzt, also ja, also Hundertstel. Ah, der war auch super. Kürzerer Kurvenweg hier. Ja, das sieht gut aus. 15, 16. Ja, wir haben sie! Die 217, 217,9. Fantastisch! Geil! Jawoll! Die 217 geschafft hier. Geht doch! Alter, meine Rundzeit wird noch besser hier. Vorletzte Runde. Wir haben noch zwei Chancen, vielleicht noch hier und da was rauszuholen. Mal gucken. Oh, da hat jemand rausgeschmissen. Das ist nicht so schön. Ah, jetzt hat's versaut. Schade. Jetzt war ich ein bisschen übermütig, das muss ich eigentlich zu. Ach komm, 2,17 ist eine brauchbare Zeit. Wir haben noch einen Versuch. Der muss sitzen. Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden. Eine viel bessere Zeit geknackt, als ich eigentlich geplant hatte. So. Ah, haben auf jeden Fall wieder Zeit verloren, das ist klar. Aber einen Versuch haben wir ja noch. Ah, über eine Sekunde langsamer. Vielleicht mal, was ich gerade gemacht habe. Aber ich kann vielleicht ein bisschen was gemacht, wie das aussieht. Oder doch nicht, wa? Ah, also doch, ganz klein wenig habe ich gut gemacht, aber natürlich reicht es trotzdem nicht, um hier eine bessere Zeit zu fahren. So, letzte Runde. Snake-Abschnitt. Ich werde nicht müde, es mal wieder zu erwähnen. Auch wenn der Wagen gerade ein bisschen getanzt hat mit mir. So, war es doch jetzt doch deutlich schneller. Oh, und da überrumpeln wir jetzt schon die Gegner. Ich zeig jetzt nicht erwartet. Und da vorne fährt der Porsche. Den werde ich auf jeden Fall im nächsten Video fahren. Ich bin mal gespannt, ob wir mit dem vielleicht doch ein Stück schneller sein können. Da fahren sie ja zwei mit. Immer an weißer und immer an schwarzer Lackierung. Okay, schauen wir mal. Und hier wieder etwas schneller. So, der Rekord ist 2,17,9. Haben wir vielleicht noch ein bisschen Millisekunden rausgeholt? Ne, leider nicht. Schade. 2,17,21.
hier leider auch fast wieder den Rasen mitgenommen. Ne, verbessern wir uns leider nicht. Aber trotzdem, guck mal Leute, 2,17,9. Ist auf jeden Fall meine persönliche Bestzeit auf dieser Strecke hier. Alter Falter, das hat richtig Spaß gemacht. Das war geil. Sehr schön. Also 2,17,921 ist der Rekord mit diesem Fahrzeug auf der Suzuka Grand Prix Strecke. Ich hoffe wirklich, dass wir im nächsten Video mit dem Porsche vielleicht noch ein bisschen was rausholen können. Aber ich weiß noch nicht, wie der sich fährt. Bei Porsche ist es ja so, dass der Motor sich hinten befindet. Da wird also der Schwerpunkt sein. Es könnte also durchaus sein, dass der Wagen zum Untersteuer neigt. Oder aber, dass genau die Tatsache, dass der Motor hinten ist, uns hilft, hier und da vielleicht noch ein paar Sekunden rauszuholen. Ja, und vielleicht mal durch einige Stellen etwas schneller zu fahren. Ich bin schon mal sehr gespannt. Jedenfalls hat es sehr viel Spaß gemacht. Wir haben auf jeden Fall die Zeit vom BMW locker getoppt. Beim BMW war ich, glaube ich, bei 2 Minuten 20 oder so. Hier waren wir jetzt bei 2,17,921. Das ist schon eine gute Zeit, wie ich finde. Ob ich mit dem Wagen jetzt noch mehr rausholt hätte, weiß ich nicht. Irgendwann sind ja auch meine Fahrerskills am Ende angekommen. Ein anderer könnte ja natürlich bessere Skills haben. Ich habe es ja im Video erwähnt. Ich kenne da jemanden, der mal seine Rennspielfähigkeit wieder mal schön nach außen tragen sollte. Der kann nämlich echt super fahren. Der wird hier bestimmt eine 2,15 sogar hinkriegen. Bin mir absolut sicher. Hat er echt Talent für. Ja, dann wartet erstmal für dieses Rennwochenende. Ich bedanke mich für's Zusehen. Ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da. Wenn nicht, dann erst recht. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.